Ich lebe als freier Künstler seit 15 Jahren und Graffiti ist ein großer Teil davon. Graffiti kann Kunst sein, muss aber nicht. Mein Stil ist sehr grafisch, sehr geradlinig. Also mein Part auf dieser Wand ist ganz rechts und ich habe sozusagen den Teil der Zukunft übernommen. Zukunftsweisend, nicht klassisch Graffiti, sondern eben eine Weiterentwicklung von Graffiti. Ich habe auf typische Graffiti-Elemente verzichtet, zugunsten eines hohen Wiedererkennungswertes. Wir beziehen uns in den meisten Fällen auf das New York-Graffiti, was schon so einen gewissen illustrativen Anspruch hat. Die Zielgruppe ist eigentlich, sind kunstinteressierte Leute, Leute, die mit offenen Augen durch die Weltgeschichte marschieren. Im Internet führen diese Bilder dann ihr zweites Leben und das, was überbleibt, ist eben das Bild, das Foto davon, und da muss man eben schon das Gefühl haben, da bin ich auf meine Kosten gekommen.